Hallo, ich bin Martina und ich bin Dozentin bei der TAST Berlin und ich mache heute folgende Schauspielgrundlagenübung mit euch, nämlich von der Tätigkeit zur Situation. Die Schauspielsituation ist eigentlich durch fast alle Jahrgangs- und Anfänger-Fortgeschrittenen, was weiß ich, bis fortgeschrittenen Stufen eigentlich etwas, was wir immer wieder verinnerlichen oder auch wir Profis immer wieder verinnerlichen müssen, nämlich eine Situation spielen. Wie macht man das eigentlich? Und wie ihr alle ja sicher auch schon wisst, benutzen wir dafür immer die W-Fragen. Also wer macht was, warum? Wozu? Das Wozu steht immer für die Absicht in der Szene oder in einem Amerikanischen sagt man auch immer, was ist der Need? Ja, also, das ist eingedeutscht amerikanisch. Der Need oder das Need der Szene, das sagen manche Coaches auch so. Wo ist die Situation? Also, und das Wo lässt sich nochmal unterteilen in das Woher, Wohin. Also, wo komme ich her? Wo will ich hin? Und wo befinde ich mich jetzt gerade? Das Wann ist natürlich eine wichtige Frage, also sowohl morgens, mittags, abends, tageszeitmäßig, aber natürlich im Weltgeschehen, wo befinde ich mich da? Ist es historisch? Bin ich im Zweiten Weltkrieg oder bin ich keine Ahnung, in der Zukunft oder bin ich in der Jetztzeit? Das ist natürlich auch in der Kostümwahl zum Beispiel, wenn man jetzt sehr sorgfältig was vorbereitet oder auch in der Art, wie man sich bewegt, spielt das eine wichtige Rolle. Und dann ist das Wie natürlich noch eine wichtige Rolle. Wie mache ich etwas und gegebenenfalls auch mit wem spielt da jemand mit? Okay, also das als Basis, das ist das für das situative Spiel und ich behaupte mal, das kennt ihr auch alle oder das habt ihr alle auch schon mal gehört. Jetzt zur Übung von der Tätigkeit zur Situation. Das ist wie so ein Zwischenschritt, in dem wir einfach nochmal versuchen, und das verratet ihr eurem Zuschauer, den ich euch gleich bitten würde, ihr braucht dazu einen Zuschauer und ihr müsst euch für eine Tätigkeit vorbereiten, nämlich, ich würde euch jetzt empfehlen, zum Beispiel die Tätigkeit zu nutzen, den Tisch decken. Also ihr braucht ein paar Teller, trefft eine Entscheidung, deckt ihr den Tisch für zwei, für fünf, auch das erzählt schon eine Geschichte, Gläser, Servietten, je nachdem, wie ihr den wirklich decken wollt, wie sorgfältig ihr da sein wollt. Deckt ihr früh die Brötchen oder ist es ein Abendessen? Und dann versucht wirklich, also sucht euch einen Zuschauer, sucht euch die Requisiten, macht ihr mal kurz Pause, danach geht's weiter. Okay, also wenn ihr jetzt eure Sachen beisammen, eure Spielrequisiten beisammen habt und einen Zuschauer habt, dann erklärt ihr dem Zuschauer nochmal, dass er nachher, also dass er möglichst, der Zuschauer oder die Zuschauerin soll möglichst genau beurteilen und beobachten und es möglichst genau formulieren, was habe ich gesehen aus der Ich-Perspektive. Ich habe eine Person gesehen, die... Für mich, also auch zum Beispiel, wenn es jetzt uninteressant war oder besonders interessant, immer schön begründen. Oder auch wenn ich mir etwas wünschen würde. Und jetzt ist die Aufgabe an euch, deckt den Tisch so neutral wie möglich. Also wirklich nur als Tätigkeit. Die Tätigkeit Tisch decken, ohne eine Geschichte zu erzählen. Es ist gar nicht so einfach. Wirklich nur die Tätigkeit Tisch decken, Gläser aufstellen, nach und nach. Und wenn ihr das gemacht habt, lasst ihr euch Feedback geben und schaut, was hat sich erzählt. War das neutral? Das sollte auch neutral und langweilig sein. Ist euch das gelungen? Oder hat sich schon eine Geschichte erzählt, weil zum Beispiel habe ich meinen Blick gesenkt beim Tellerdecken. Das erzählt unter Umständen gleich eine Geschichte von Traurigkeit oder Nachdenklichkeit. Oder ich bin vielleicht ein bisschen aufgeregt oder bewege mich besonders schwungvoll. Auch das erzählt dann unter Umständen gleich eine Geschichte. Also sowohl der Zuschauer und Beobachter kann sozusagen für sich überprüfen, huch, wann fange ich denn schon an zu interpretieren? Interpretieren bedeutet, wann mache ich eigentlich meine eigene Geschichte daraus beim Gucken? Ohne mich an das zu halten, was ich wirklich sehe. Und die Person, die gespielt hat, die kann natürlich gucken, ja, was wollte ich eigentlich erzählen? Ich wollte neutral erzählen. Warum habe ich jetzt eine Geschichte erzählt, die ich eigentlich gar nicht erzählen wollte? So, der nächste Schritt ist jetzt, sucht ihr euch eine ganz klare Situation dazu. Also zum Beispiel, wenn ihr zwei Teller gedeckt habt,
da ist ein Rendezvous naheliegend, oder ist es ein Kündigungsgespräch, lädt der Chef seinen Angestellten ein abends zum Essen, will ihm aber kündigen, ist es ein Heiratsantrag oder will man der Mutter verkünden, dass man eine große Weltreise macht oder den Motorradführerschein machen möchte oder keine Ahnung, will das Kind dem Elternteil erzählen, dass es was angestellt hat in der Schule, schlechte Noten hat und deckt deswegen den Tisch. Also ihr könnt euch natürlich auch etwas suchen, was eurem Alter entsprechend ist, oder ihr sucht euch wirklich eine Figur, die auch schwierig zu spielen ist. Also mal den Chef spielen, der seinen Angestellten erweitert oder seine Angestelltin. Sagt man das so, Angestelltin? Keine Ahnung, ich versuche das mehr in meinen Sprachgebrauch zu integrieren. So. Das spielt ihr jetzt. Ihr sucht euch über die W-Fragen schöne konkrete Situationen, auch bis hin, was ist es? Ist es morgens, mittags, abends? Wirklich geht das akribisch durch. Geht nochmal in euch und dann spielt ihr diese Situation, holt euch nochmal Feedback und prüft für euch, was war jetzt anders? Was war anders für den Zuschauer? Hat sich die Geschichte erzählt, die ich erzählen wollte? Wodurch hat sie sich erzählt? Und da hat er wirklich so im wechselseitigen Prozess ein Feedback ab für das situative Spiel. Falls ihr das als Kameraübung machen wollt, könnt ihr das auch machen. Da könnt ihr euch verabreden mit einem anderen Taskschüler zum Beispiel über FaceTime, über Skype, oder ihr macht ein Video, was ihr euch schickt. Und wenn ihr ein Video macht, da wäre es gut, wenn ihr erst von weiter weg, also zum Beispiel aus der amerikanischen Einstellung, die wäre so bis zum Bauch, also wenn ihr jetzt zum Beispiel die Tätigkeit Geld zählen nehmt, dann könnt ihr, es ist wichtig, dass man das sieht, was ihr macht mit den Händen. Tischdecken würde ich da nicht nehmen, weil der lauft ihr so viel rum, das ist zu kompliziert. Ich würde dann so Tätigkeiten wählen wie Geld zählen, einen Knopf annähen, was gibt es noch für Tätigkeiten, wo man eher was Kleines macht. Eine Nähnadel einfädeln und dann den Knopf annähen, Münzen zählen, Unterlagen sortieren, ja, also solche Sachen, die eher weniger Raum einnehmen. Vielleicht habt ihr auch eine super Idee für eine Tätigkeit. Klar, Geschirr spülen ginge auch, ist aber jetzt sozusagen auch, also guckt einfach, was für ein Kameratraining sich eignet, wo ihr nicht so einen großen Bewegungsradius habt. Und da wäre schön, wenn das so gefilmt würde, dass man erst euch von weiter weg sieht, was ihr macht, und dann aber die Kamera näher ranzoomt und man dann euren Gedanken folgen kann. Und dann könntest du sowohl für dich das als Übung machen, erst als neutrale Übung, und dann beschreibst du es dir selber, oder du machst es wechselseitig mit einem anderen Task-Schüler. Und ihr gebt euch gegenseitig Feedback und ihr guckt selber, was ist der Unterschied, wenn ich meine Situation wirklich ganz, ganz konkret vorbereite und dann wirklich als Situation ausspiele. Okay, das ist die Übung. Und auch wir Vollprofis merken also eigentlich immer bis zum Schluss, dass das situative Spielen, also das Spielen einer Situation, ist und bleibt die Königsdisziplin in den Schauspielgrundlagen, aber auch im Schauspiel überhaupt. Und das lohnt sich immer wieder, diese Übung von mehreren Seiten zu durchleuchten, auszuprobieren. Also ich wünsche euch, bleibt verspielt, probiert Sachen aus, holt euch eure Familienmitglieder rein, die euch Feedback geben. Vielleicht stelle ich auch hier nochmal eine ein oder andere Schauspielübung rein, die ihr mit euren Geschwistern oder so auch mal ausprobieren könnt. Für heute einen schönen Tag. Ich wünsche euch viel Freude beim Ausprobieren. Ich freue mich, wenn wir uns alle dann in echt bald mal wiedersehen. Bleibt gesund.